Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ja, einige von euch haben das Ganze mitbekommen, haben nämlich auch dafür gestimmt und in den Kommentaren geschrieben, drüben im Olli-Kanal, ich soll dieses Öko-Feuerwerk, das grünen Feuerwerk ausprobieren. Vom Hersteller Nico Europe ist das. Und die legen hier besonderen Wert darauf, dass das Ganze CO2-neutral wohl sein soll. Denn CO2 wird hier kompensiert, heißt es offiziell. Das heißt, man kauft irgendwelche dubiosen Zertifikate und dadurch wird das quasi reingewaschen. Wie der Ablasshandel. Ich halte davon persönlich nichts, was ich gut finde. Was hier zum Beispiel oben auch draufsteht. Das könnt ihr nämlich hier sehen. Hülsen aus Altpapier. Das ist doch nicht verkehrt. Das finde ich gut. Verpackung recycelbar, weil kein Plastik dabei ist oder ähnliches. Wir sehen das. Das ist alles Karton und trotzdem eine angenehme Verpackung, die nett aussieht mit ein bisschen bedrucktem Zeug drauf. Ist doch in Ordnung. Kann man machen. Und ich glaube, das werden auch die eine oder anderen Hersteller in den nächsten Jahren in Erwägung ziehen. Plastikfrei, wie gesagt, steht da auch direkt dabei. Geräuschreduziert ist das Ganze allerdings. Und hier auch CO2-neutral mit einer Sternchenzahl. Und da geht es dann halt eben um die Zertifizierung oder überhaupt diese Zertifikate, die da gekauft werden. Hier handelt es sich um einen sogenannten Fire Rainbow und da wir ja alle Einhörner und Regenbögen mögen, dachte ich mir, das nehme ich mal mit. Dieses Teil hier, was auch immer das genau ist, ich habe wenig Ahnung von Feuerwerk, kostet 9,99 € und hat eine Effektdauer ca. 60 Sekunden und die Höhe liegt bei bis zu 5 Metern. Auf der anderen Seite haben wir auch noch dieses kleine hier dabei. Das kostet 3,49 €. Dieses Teil ist ebenfalls mit diesen Hinweisen versehen. Auch in dieser Öko-Verpackung, so nenne ich es jetzt mal, halt ein einfacher Karton. Und hat, wo steht es hier auf der Seite, Effektdauer von ca. 20 Sekunden und liegt bei einer Höhe von ca. 30 Meter. Das Ganze ist was ganz Exklusives. Das ist hier sogar verschlossen. Also machen wir das hier mal auf. So, und dann gucken wir mal rein, wie so ein Teil eigentlich aussieht. Anzündschnur steht hier im dicken, fetten Buchstaben drauf. So sieht das Ding aus. Zack, zack, Gefahrenhinweise und alles und irgendwo hier soll dann dementsprechend die Anzündschnur sein. Okay, die ist genau hier drunter. Ja, bei der Variante hier läuft das Ganze ein bisschen anders. Man sieht das hier in der Gebrauchsanweisung. Schachtel auf ebenen Boden stellen. Das heißt, ich habe es jetzt gerade geöffnet. Hier sieht man das Ganze, ja. Das ist hier reingeklebt, weil das Ding halt einen geraden Stand braucht. Und hier halt, ja, einfach so konstruiert ist, dass es so direkt da drin gezündet wird. Finde ich ein bisschen befremdlich mit dem Karton drumherum. Ob das nicht abfackelt? Wir werden es gleich sehen. Publikumsrichtung, damit wir es halt auch schön sehen können, ist dann so ausgerichtet. Zündschnur ist hier, das finde ich ganz gut gemacht. So kann man es nicht übersehen oder ähnliches. Ja, und dann steht es halt hier auch, genau. Deckel öffnen, nach hinten klappen, das haben wir gemacht. Seitliche Laschen an der perforierten Stelle hier nach unten klappen. Die Batterie verbleibt in der Schachtel, ganz wichtiger Punkt, der ja auch drauf steht. Dann orangene Schutzabdeckung entfernen. Ich denke, damit meinen sie dieses hier. Okay, Freunde, wie ihr sehen könnt, dunkel geworden. Dementsprechend kann man dann auch gut die Effekte sehen. Ich bin gespannt, wie das Ganze ist. Also, los geht's. Leute, das war's schon. Also ganz ehrlich, wenn du das gekauft hast, kommst du dir doch auch komplett über den Tisch gezogen vor, oder? 3,49 €, das waren ja wohl keine 20 Sekunden. Okay, versuchen wir mal die große Variante.
Also Leute, von der Dauer her war das auf jeden Fall interessanter. Das hat jetzt aber sehr, sehr spärlich nur irgendwie ja, Lichteffekte gemacht. Nachher zum Ende hin kam noch mal ein größerer, wo es auch ein bisschen geknackt hat. Aber ganz ehrlich, das war ja so erbärmlich leise. Also das fand ich persönlich jetzt mehr als enttäuschend. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen und muss mal Revue passieren lassen, wie enttäuschend dieses kleine Feuerwerk war. Und ich gucke auch nochmal auf den Videoschnitt. Die Effektdauer von dem ersten, von dem kleinen, sollte 30 Sekunden dauern. Im Schnitt sehe ich, dass es 7 Sekunden sind und es sollte circa 30 Meter hoch sein. Sorry, aber das ist es auf gar keinen Fall. Okay, Leute, bei dem Großen habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt. Das soll angeblich 60 Sekunden laufen und 5 Meter Höhe bis zu erreichen. Und das hat jetzt hier bei mir ein paar Sekunden länger gedauert, wirklich 1 Minute 7. Also da kann man nicht meckern. Allerdings 5 Meter Höhe konnte ich jetzt da nicht feststellen. Schreibt mal eure Meinungen rein, was ihr davon haltet. Und es spricht ja Bände, dass in den Supermärkten dieses Produkt wirklich der Ladenhüter ist und die anderen Produkte ausverkauft sind. Ich blende euch hier an der Stelle auch nochmal ein Bild vom Lidl ein, wo ich gerade unterwegs war. Der Ferris hatte mir auch eines geschickt. Es ist restlos ausverkauft, Feuerwerk, aber das ist vorhanden.